Feuerjodsamen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Divinity. Ich weiß nicht, Divinity Original Sin 2 mit Steven, Arkis und Andy. Jetzt hier in der Stadt sind und nicht da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, bei der Vogelscheuche. Das hat einfach den Grund, weil wir uns gedacht haben, okay, wir haben jetzt einiges verbockt und, also zumindest Steven und ich, wir skillen jetzt einmal richtig um. Das heißt, bei mir, ich habe die ganzen Punkte, die ich aus Versehen in Verstand gesteckt habe, rausgenommen und in Konstitution reingesteckt. Dadurch dürfte ich jetzt mein Schild nicht mehr verlieren, wenn Steven natürlich bufft. Warte mal, hat er das überhaupt noch? Einen Punkt muss ich da auf jeden Fall noch reinsetzen, damit das Schild bleibt. Und dann habe ich halt ein bisschen die Kampffertigkeiten wieder richtig geskillt. Da hatte ich mich auch ein bisschen verskillt, sodass wir jetzt ein paar mehr Fähigkeiten wieder nutzen können. Hier unten seht ihr, das ist ein bisschen aufgeräumt, die Fähigkeiten. Und bei Zivilfertigkeiten habe ich mich ein bisschen auch vertan, habe noch ein bisschen auf Überreden gesetzt. Da haben wir jetzt 3 Punkte drin. Das heißt, Überreden sollte in Zukunft nicht mehr ganz so schwierig fallen. Und ja, auch die Lehrmeisterfähigkeiten habe ich so geskillt, wie sie sein müssen. Da hatte ich auch nicht alles richtig gemacht. Jetzt ist aber alles optimal. Und Steven hat jetzt komplett umgeskillt auf Magie, richtig? Ja. Das ist jetzt unsere neue Glaskanone. Glaskanone 2.0, nicht nur Fane. Also, Arkis, ja, sondern auch Steven. Den Skill nehme ich nicht mit. So, Freunde, in welche Richtung laufen wir denn? Ich bin bei Fane. Da gehe ich, glaube einfach hinterher. Andi, bist du auch da? Andi, ja, also wir gehen Andi handelt noch. Andi. Friedhof? Was? Ich handel nicht, ich komme gleich. Okay. Wir sollten nochmal am Hühnerstall vorbeigucken, den wir am Anfang hier mal gesehen haben, wo wir ein Ei zurückgebracht haben. Ja, warum? Da hat sich jetzt vielleicht schon was getan. Ah, ja. Aber müssen wir auf Steven warten? Steven, kommst du noch oder heute nicht mehr so? Ich komme. Sicher? Ich kann mich direkt zu Andi teleportieren. So, da wo Andi ist, bin auch ich. Wie das? Mit der magischen Pyramide. Ich weiß noch nicht, warum ihr beide keine habt. Was ist denn eine magische Pyramide? Teleportpyramide. Cool. Wir kriegen noch weitere, aber müssen wir halt erstmal finden. Will ich wissen, warum hier alle Hühner tot sind? Oh. Nicht alle. Man, das ist doch noch ein Hühnchen. Pieps ist doch noch am Leben. Noch. Wow, hallo Pieps. Mama. Mhm. Ach, du ahnst es nicht. Süß. Ich. Ja. Hast du ein neues Pet? Ich. Wieso? Nein, das rennen wir doch jetzt nicht hinterher, oder? Das folgt dir jetzt überall hin. Oh nein. Ist das ein Skill? Kann man das Ding lernen als Fähigkeit? Ich glaube nicht, nee. Das ist einfach nur ein dämonisches Hühnchen. Das ist schön. Ich wollte schon immer ein dämonisches Hühnchen haben. Wieso hat Piep alle getötet? Ja, du hast es schon erklärt. Es ist ein dämonisches Hühnchen. Also, was erwartest du da für eine Erklärung? Das ist nicht fair. Du blödes Vieh, hast du alle getötet? Bist du dumm? Wir haben dich gerettet. Dummes Huhn. Genau, deswegen haben wir den Phönix gegessen. Steven hat den Phönix gegessen. Ich will auch ja, das nicht nochmal vorkommen. Irgendwie fühle ich mich dadurch aber warte auch jetzt nicht ist schlechter. Also. Das solltest du nicht, aber. Auf der anderen Seite der Brücke sind diese fiesen Käfer. Okay. Wartet, wir kommen. Wir brauchen nur noch eine halbe Stunde. Wie kommen wir da rüber? Tja. Warte. Ach, da ist jemand. Kann man mit dem reden? Stimmt, oder? Mach das mal. Seht nur Käfer! Ja. Hm? Hallo, willst du mein dämonisches Hühnchen streicheln? A little boy lobs a stone across the river. Oh. It makes a long arc before plunging into the water below. Also ich kann auf die andere Seite gehen und euch aufmachen. Ja, warte, ich rede erstmal mit dem Kind hier. Glaube ich. A screech like metal dragging on stone grinds from across the river. You have to help her, please. You can't see her. She's in the house. Sie ist im Haus, okay. And those things are all around. Void things. There was a fight. Some dwarves attacked some magisters and there were sorcerers too. And then the bugs came. Those. Ja, die haben bestimmt die Mutter in Ruhe gelassen. Ich denke auch. Killed everyone. And my mom got them to chase her. And she went across the bridge. And then she raised the bridge and she told me to run. And now she's stuck over there with them. Not without Ma. Family doesn't just leave each other.
Ja, wir werden deiner Mutter helfen. Wir sind nett. You will. Ja. Maybe you can cross the river then. Kannst du dich da wirklich rüber teleportieren? Also nicht direkt rüber, aber man kann hier in dieses Haus nebenan. Du brauchst halt einen Movement-Skill. Also entweder teleportierst du dich oder... Phoenix-Dive habe ich halt. Ja, das passt. Kannst du auf das Boot da hinspringen. Again, it lands in the water below, well before reaching the other side of the cliffs. I'll keep distracting him. Ja, lenk du das ruhig ab, aber vielleicht geht's besser in die Stadt. Los, hau ab. Oh Mann, bist du dumm, du dummes Kind, geh zurück! He performs a divine order salute. Now go out, Ma. Wie bist du? Can you hear me? Wo ist mein Phoenix Dive? Hab ich den nicht mehr? Ma, can you hear me? Ach so, fehlt noch. Warte mal, bleib mal da, Beast, ja. Warte. Na! Geh mal unten in das Boot. Ich komm runter, kannst du tauschen. Mist, ich wollte das mit Beast, Mann, der hätte damit nie mitgerechnet. Also. Ich kann doch mal Dankeschön. Hier springen, im Gegensatz zu dir. Kommst du irgendwie rüber, Steam? Hast du eine Pyramide, oder? Ja. Ich könnte dich auch teleportieren, sonst zur Not. Switch dich mit der Pyramide rüber. Nicht notwendig. Bin schon drüben. Okay. Cheetah. Nun denn, gucken wir mal, was uns erwartet hier in dem Haus. Tanks vor, habe ich gehört. Hier ist doch gar nichts. Im Haus ist noch alles cool. Ja, aber wir dürfen hier, glaube ich, noch nicht plündern, oder? Oh. Die hätten mehr. Warte, ich hör zu. Ah, das ist die Mutter? Scheinbar. Ja, wir sollen dir helfen. Baron, he's still out there? Damn it, I told him to go back. We gotta do this fast. War nicht so schnell. Get those bugs out of here. You in? Wollen wir sie leben lassen? Ich glaube besser, sie geht weg. Ja, lass uns das alleine mal. Nein! Lass sie doch überleben. Die ist doch eine Brückenwächterin, die kann doch ihre Brücke verteidigen, wenn ja, sie will. Ja, aber... wenn die Mutter nicht mitkämpft, dann ist der Sohn bestimmt total enttäuscht, dass sie einfach mal nichts gemacht hat. Echt nur. Ich denke nicht, aber gut. Na dann, dürfen wir uns jetzt hier ausrüsten, oder was? Jetzt dürfen wir alles plündern. Explosionspfeile, sehr schön. Aber guck mal, hier ist noch eine Klappe. Hallo, ich habe Schuhe für dich. Hier ist ein... Oh, zeig mal, hast du wirklich Schuhe für mich? Ich schmeiß mal rüber. Toll. Erstmal habe ich einen Gürtel gefunden. Junk. Wer möchte 2% Crit plus 1 Ausdauer im Gürtel haben? Mehr leider ist da nicht drauf. Crit und Ausdauer auf dem Gürtel. Glaube ich nicht so, wie das so ist. Och Mann, Andi! Ich will keinen Müll. Ich hab nicht gesagt, dass sie gut sind. Du Arsch. Ich kann mal gucken. Ich hab momentan einen guten Gürtel. Du musst hier noch aufbrechen, Akis. Ist schon offen. Oder also wenn du die Klappe hier meinst, du hast... Nein, hier ist eine Kiste. Achso. Vom Bett ist eine Kiste. Die Frau hat uns hier wir sollen ihr helfen, du willst erstmal alles aufbrechen. Locked. Loot, wichtigste überhaupt. Die hat doch gesagt, bedient euch. Bedient euch heißt, nehmt alles, was ihr wollt und seid glücklich damit. Steven kriegt ja den ganzen Scheiß zum Verkaufen, damit er sich Gear leisten kann. Hier sind lauter Pfeilspitzen. Oh, Pfeilspitzen, das ist gut. Ist da irgendwas bei gewesen, irgendwas zum Identifizieren? Ne? Nee, da waren nur irgendwie ein paar Teller und so ein Scheiß, wenn die Steven alle reinschoben. Toll. Ja, ist okay. Riesennägel mach ich mir mal an die Schuhe ran, dann kann man schön rutschfest werden. Ist im Keller irgendwas oder müssen wir da eh durch? Können wir mal gucken. Hupala. Guten Tag. Oh, der Keller ist aber groß. Dass die immer so riesen Keller haben müssen. Eine Giftflasche, ja, die gehen wir direkt mal weiter. Ich hab gehört, die geht hier direkt an Fane. Hier, bitteschön. Hier ist was zum Identifizieren, eine Axt. Ein großes Geweih. Okay. Oh. Was das ist. Lass mich raten, die ist wieder zu. Kannst du mal hier die Tür aufmachen, bitte? Jo. Ist eine Plattenrüstung zum Verkaufen. Ich hab dir einen Ring gegeben zum Identifizieren. Schloss knacken. Aero-Touch und Beschwören. Aber sehr wenig Rüstung. Was ist das? Der Ring ist nicht so cool, aber. Was ist sehr wenig Rüstung? Der Ring, guck mal, den habe ich gerade genommen. Macht das irgendwas?
Ach, guck mal, da ist noch eine. Da ist noch eine. Das ist irgendwie drauf. Ich glaube, wir müssen uns alle auf einen draufstellen. Okay, habt ihr oder wir stellen einen? Sachen da drauf. Sachen gehen auch, ja. Irgendwo fehlt noch einer. Würde ich vermuten, oder? Also ich sehe da jetzt gerade keine. Das macht scheinbar nur die Tür auf, die sowieso ich knacken kann. Also von daher ist es scheißegal. Ach, das ist, wenn man falsch hier runterläuft, ne? Ja, da ja. Ist der Kübel aus dem Brunnen. Ich denke, das ist... Ja, da können wir theoretisch hochklettern, wenn wir wollten. Da sind wir direkt bei den Monstern. Ja, man kann ja auch irgendwie hochspringen, scheinbar. Den Wasserfall. Was? Wie? Wie hast du das gemacht? Das ist so eine kleine Plattform, da kannst du hochspringen. Und hier oben ist Betty, eine Schildkröte. Aber ich kann hier nicht... Wie funktioniert das mit der Plattform? Ja, raufspringen halt. Ja, aber, ach so, ich habe aber keinen... Kannst du mit mir swappen oder so? Wir können aber auch erstmal, also wir müssen hier nicht hoch, wir kommen hier sowieso noch hin, also wir können ja erstmal die Brücke klären. Ja, warte denn jetzt? Nee, mir ist egal. Ja, wenn wir schon mal hier oben sind, dann können wir hier bleiben. Okay. Aber warte, ich muss einmal mit dem swappen, bleib mal hier bitte. Swap mit mir. Zu spät. Warte, ich teleportiere dich hoch. Hier ist Gisela, hallo Gisela. The turtle looks up at you. Slowly. It looks sie sieht down. Aber immer nicht leeren verseucht aus. It looks back to you. Slowly. Lucky in life. Gibt komische Geräusche trotzdem von sich. Ich erinnere dich an die ersten Schildkröten, denen wir am Strand begegnet sind. She lets loose a long sigh. She inhales. Oh, ist sie lahm. Again. Oh, Rory, the rat. He's grace. Sie ist verliebt in eine Ratte. Ich klicke das jetzt durch, hör mir das nicht stundenlang an. Kann ich mich erinnern, das war gut. Ich mag Rüben, ah. Tja, Rory flitzt hinten übrigens rum. Ja. Käsesaft, aha, okay. She grins at her own joke. It takes a good minute for Käsesaft. Sie will Käsesaft. Habt ihr Käsesaft? Nee, erinnert mich ein bisschen in hier Zoomania. Warte, wo ist die Ratte? Gleich hier vorne. Gisela, komm mal her. You, apple, tater, cheese. Apfel, Kartoffelkäse, ja. Hungry cheeseberry. The rat vacuums up your scent. Its whiskers twitch. Was machen die? Cheese food, fruit food. Was will die denn? Ich verstehe nur Bahnhof. Die will was zu essen haben. I need food. The rat's tail twists. Was will die Ratte haben? Cheese food, fruit food. Käse essen oder Obst essen? Warte mal, ich hab doch bestimmt irgendwas noch. Ich hätte Äpfel. Dann lass doch mal so eine. Da, so, ich hab sie gefüttert. Keine Zeit, brauche Essen. The rat's tail twists and untwists. Ich hab immer nur irgendwo Käse. Nee, warte, ich hab noch mehr. Bevor ihr das ganze Essen jetzt hier rausschmeißt, überlegt mal, die Schildkröte will mit der Ratte zusammen sein, die Ratte will was fressen. Eine kleine Spur aufs Essen legen vielleicht. Eben wir ihr die Schildkröte zu fressen. Ach so, meinst du das? Oha. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber klar. So. Die Kackratte, Alter. Ich hab hier extra einen Apfel hingelegt. Da kommt. Weiter. Hat noch einer von euch überhaupt Äpfel? Ich hab nämlich nix. Pilze hab ich. Ein ganzes Käserad. Plus. Und irgendwie sau viele Orangen. Ja. Vielleicht denn zu viele Orangen, ey. Mag sie Pilze? Den Apfel da nimmt die blöde Ratte nicht. Och man, du dummes Ding. Hier ist Apfel. Nicht Fiebs. Komm her. Oh, sie ist wieder ganz nach hinten gelaufen. Ich teleportiere die jetzt einfach dahin. Pass mal auf. Ich hab die das tötet. Ah ne, sie kommt. Sie kommt.
Jetzt geht er weiter. Alter. Wie strunzendumm bist du eigentlich? Teleportier die jetzt hier rüber. Pass auf. Lebt sie noch? Ja, sie lebt noch. Fiep, fiep, fiep. Aber die Schildkröte ist noch, ist mad. Ich hab Minuspunkte gekriegt bei der Schildi. Ey, lass die Ratte hier. Nein! Ratte? Ratte? Nein, nicht den Apfel. Jetzt folgt so genau die andere Richtung der Futterspur. Ist dieses Ding dumm. Das ist so gut. Warum ist denn die Schildkröte abgehauen, nachdem ich ihr die Ratte vor die Füße gesetzt habe? Bist du strunz doof, alle Viecher hier? Weil du das Schildkröte damit Schaden gemacht hast. Oh. Jetzt teleportier die scheiß Ratte dann nochmal irgendwie hin. Ich leg hier die Spur direkt zu der Schildkröte, damit die gar nicht anders kann. Wo soll die anfangen? Kannst du aus der Ratte ein Huhn machen und das Huhn folgt dann Louis Huhn? Achtung, kommt. Oder tötet Louis. Wo ist denn das Ding jetzt? Ist aus der Reichweite gelaufen. Alter, was ist mit dieser Ratte los? Komm her. Man kann kein Essen ins Wasser legen, das ist ja doof. So, pass auf, ich setze sie jetzt ins Wasser. Da. Da ist Wasser. Nein, nein, du dumme Ratte. Hast du dich so sehr. Ratten mögen kein Wasser. Oder keine Teleportation. Ich hasse das Ding. Ah, okay. Oh, warte, warte. Oh, es bleibt hier. Oha. Ja, ja, go, los, los, zur Orange. Und jetzt? Und jetzt rede mit der Schildkröte. Schildi, hier. The turtle looks up at you. Lucky. Nein. Nein. Red mal mit der Ratte. We make a cute couple. Die Liebe. Sie kommt. Ach, die Ratte holt wieder ab. Ahnst es nicht. Okay, dann red nochmal mit ihr. Na, warte. Die Schildkröte braucht ja eine Weile. Das ist jetzt der Liebesbalztanz. Guck ihn dir an. Das ist was ganz Besonderes. Reden wir mal mit der Ratte. Liebe ist Liebe ist Liebe. Was sagt die Schildkröte? Da sind sie eher. Wow. Ich glaube, ich hab noch nie so was Dummes gesehen. So, na denn. Das war's? Wir kriegen dafür keine Belohnung? Doch, 7000 noch was EP. Wow. Dafür habe ich mein ganzes Essen hergegeben. Ich schenke an meinem Essen. Das war ein Dienst für die Liebe, hallo? Die ganzen Orangen wolltest du sicherlich noch essen. Ja. Na gut, dann gehen wir mal die Treppe hoch. Was ist mit... Oh, ich höre dir zu. Der Schädel guckt mich an. Gruselig. Kenn den doch. Wollte ich sagen, einer deiner Artgenossen, oder was? Tell me now and tell me true or face the consequences. Kannst du nicht sagen, dass du leeren Wächter töten willst? Schweigen, leise pfeifen. Ich glaube, wenn ich mit Schädeln rede, werde ich einfach nur verrückt gehalten. The silent type, are you? Very well. You can take your secrets to your grave. It'll be just your right. Farewell. Oh, das war nicht richtig. Hä? Okay, er hat mich rausteleportiert. Wohin? Auf den Friedhof. Ich stehe jetzt vor einem großen Haus. Na, dann reden wir auch mal. Ich versuche auch mal was. Why do you lurk in all Guck, was er sagt. Ich sag ihm, dass ich ein Gotterweckter bin. So rare. Ja, der ist froh, dass ich die Wahrheit sage. Ja, so macht man das. The truth? Can make you many friends. Du redest mit Schädeln, du bist ja wahnsinnig. Ich rede mit For dir. Example, head upstairs, Godwoken. We'll er will, dass wir hochgehen und weiterreden. Ja, dann. Oh, cool. Now to find out what kind of person keeps a talking skull in their basement. Oh. Kind of person keeps a talking skull in their basement. Aha. Oh, was ist das? Die hat vollkommen recht. Wo sind wir hier? Geister sich das hier sehr schön. Alles ist hier geisterhaft. Sogar der scheiß Hirsch, der da an der Wand hängt. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich red mal mit dem Hirsch an der Wand. Wo ist er? Da ist ein Oder großer hier. Hirsch. Alter, erstmal mit ihm reden. Hier. The ghostly stag inclines its antlered head towards you. Cool. For what prize would a foolish poacher discard his life? The answer lies at a halo of wildflowers. Seek it out. Wie viele Geister sind denn schon auf diesem Friedhof?
Viele. Das ist ein Friedhof. Du Scheiße. Also Wildblumenkram. Oh, da ist ja, jemand, der Klavier spielt. Erinnern. Hallo. Guten Tag. Hallo. Spielt doch einfach nur ein Klavier. Sitzt behind the grand piano. Her hands moving to and fro cool. The ivory keys. Ich glaube, den konntest du sogar bestimmte Lieder spielen. Das Coole ist, hinter den Maskettendienern steht immer noch ein Geist eines Maskettendieners. Was auch immer das bedeuten soll. Oh, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich hier alle Teller irgendwann mal eingesackt habe. Das war schön. Ripples and rises like it did before the dragon's throne, thousands of years ago. Cool, die spielt Klavier für mich. Dankeschön. Ich weiß noch nicht, wie man hier reden soll und mit wem man besser nicht redet. Sind die alle nett zu uns oder eher nicht so? Warum gibt's hier alles immer einen normalen Typen und einen Geist davon? Ach du Scheiße. Und vor allen Dingen, wer ist hier der Boss? Der Riker wahrscheinlich. Der Boss sitzt hier am Schreibtisch, ja. Ja, dann. Ich will du oder ich? Ja, ich versuch's mal, komm. Hallo? A visitor? Such a rare and exquisite. Das ist der Hutmacher oder so. So, Leute, aber ich würde sagen, an der jetzigen Stelle beenden wir die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Kommt doch morgen wieder, da gibt's die nächste Folge, wenn ihr wissen wollt, was das für ein gruseliger Typ ist mit seinem komischen Bogen am Rücken. Ich habe irgendwie schlimme Befürchtungen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bleibt schön feurig.